Herzlich willkommen zu einem neuen Shiny Hunting Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr in dem DLC die türkisgrüne Maske innerhalb von 10 Minuten Shiny Molung fangen könnt. Abfahrt, let's go! Zur besseren Orientierung starten wir wie jedes Mal auf der Karte beim Kristallsee und dann geht es auch nur ein kleines Stückchen in den Süden. Wir wollen jetzt zum Rachen des Oni. Den genauen Punkt habe ich euch mit einer Fahne markiert. Dort reisen wir jetzt einmal hin. Hier angekommen machen wir uns zuallererst erstmal ein leckeres Sandwich. Wir suchen uns einen guten Punkt dazu. Hier auf diesem kleinen Felsen sollte es gut gehen. Wir packen Tisch und Gestühl aus. Ein paar Pokémon kommen noch dazu. Rücken an den Tisch heran. Und schon können wir uns ein Sandwich machen. Wir benötigen jetzt ein Sandwich vom Typ Feuer. Und das werden wir kreativ jetzt einmal anfertigen. Wir brauchen dazu einmal Basilikum. Sollte hier unten irgendwo sein. Basilikum, da habe ich es auch schon. Und dazu dann noch zwei Geheimgewürze. Und zwar benötigen wir einmal das süße Geheimgewürz und einmal das salzige Geheimgewürz. Hauen wir da noch einen Pika rein, dann nehmen wir mal die Wunderkerze. Passt ja zum Thema Feuer ganz gut. So, alles mal raufgewürzt auf die Baguette-Hälfte. Das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt nur noch so ein bisschen Basilikum oben rauflegen. Hier kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. So ein schmaler Belag, aber wenn es dann schmeckt, dann machen wir das mal so. Rauf damit. Und auch noch das letzte Stück Basilikum. Brothälfte könnt ihr raufpacken, müsst ihr nicht raufpacken. Haut hier noch den Pika durch und schon ist euer Sandwich fertig. Guten Appetit! Sieht doch echt ganz lecker aus. Hier mit der Wunderkerze, jo, das kann man doch mal so machen. Drücken wir uns rein, mampfen wir vor uns hin und ja, hat schon richtig Hunger hier anscheinend auch. Und wenn hier alles gut geklappt hat, dann erhalten wir gleich auch die passenden Kräfte. So, er ist zufrieden. Schauen wir uns an. Wir erhalten hier Spezial-Sandwich und Schurtalk, selbstverständlich. Und dann haben wir ja Schillerkraft, Titelkraft, Begegnungskraft, alles vom Feuer, alles Level 3. So wollen wir das haben. Dann können wir doch jetzt auch die Möbel wieder einpacken. Starten wir rein in die Shiny-Hunting-Jagd. Und nicht vergessen, meine persönlichen Challenge-Tage sind noch aktiv. Bedeutet, ich muss das Shiny innerhalb von 10 Minuten fangen. Sollte mir das nicht gelingen, ist meine Challenge leider gescheitert. Ich werde mein Bestes geben. Machen wir uns auf. Machen so eine kleine Runde hier und ihr müsst immer ein bisschen aufpassen. Molung in Schwarz ist manchmal auf dem Boden schwer zu erkennen. Nicht aus Versehen dagegen fahren. Dafür ist das Shiny umso besser zu sehen. Es ist komplett oder ja fast komplett weiß. Am besten nehmt ihr euer Miraidon, Kuraidon und fahrt hier so ein bisschen durch die Gegend. Hier spawnen schon ein paar mehr. Macht hier so eine kleine Runde. Dann spawnen die immer wieder neu. Hier am Wasser vorbei. Auch ein kleines FM, das lassen wir in Ruhe, da stört niemanden. Und fahren hier wieder hoch. Oben auf dem Felsen müsst ihr gucken, da können auch welche draufstehen. Überall kann hier was spawnen. Fahren wir ein kleines Stückchen zurück. Okay. Hier könnt ihr auch noch wieder durch. Das machen wir später. Jetzt fahren wir hier nochmal hoch. Ja. Jetzt rechts. Zum Anfang zurück. Da können wir so drehen. Hier rechts, da sind wir gestartet. Hier ist noch ein kleiner Molung. Weiter geht's. Ein Stückchen höher. Auch noch zwei. Ja, noch kein Shiny da, aber wir sind ja noch gut in der Zeit. Hier war unser Startpunkt. Hier können wir drehen. Hier können wir die Karte resetten. Die Spawnpunkte. So, machen wir uns erneut auf. Und unten können wir auch noch eine größere Runde fahren. Gucken wir mal. Oh! Freunde, was sehe ich denn da? Hier ist doch schon das Shiny Molung. Und hoffentlich ist das Ganze auch noch weiblich. So, genau hier an dem Punkt bin ich. Weiblich ist selten, aber nur weiblich kann weiterentwickelt werden. Aber zumindest haben wir schon mal ein Shiny gefunden. Und ich speichere hier erstmal ab, damit nichts passieren kann. Solltet ihr auch immer machen. Und dann werden wir das Ganze erstmal wegfangen.
Jo, 2,5 Minuten habe ich erst gebraucht. Challenge ist jetzt schon geschafft. Kann ja hier nichts mehr passieren. So. Wunderschönes Bild fürs Thumbnail, das werden wir nehmen. Und dann fangen wir Molunk hier einfach mal weg. Was nehmen wir für einen Ball, für seine Farbe? Bisschen farblich passen. Der Schwerball passt farblich ganz gut. Weiß-grau. Das dürfte hinhauen. Nehmen wir. Hoffentlich bleibt er auch gleich beim ersten Mal drin. Ja, das sieht sehr gut aus. Und da haben wir doch dann schon das erste Shiny Molunk fangen können. Unser Shiny Molunk war leider männlich und kann somit nicht weiterentwickelt werden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja auch viel höher, dass das Molunk männlich anstatt weiblich ist. Aber wir sind ja noch gut in der Zeit. Eventuell schaffen wir das ja und finden noch ein zweites Shiny. Und dann kann das eventuell ja auch schon weiblich sein. Und sag mal, ja, aber hallo, Molunk. Was für ein Shiny Glück heute. Ah, oh, um 5 Sekunden verpasst. Oh, die 10 Minuten sind drüber, aber die Challenge habe ich ja schon geschafft. Also von daher nicht weiter schlimm. Wenn das jetzt hier ein Weibchen ist, bin ich zufrieden. Wie sieht's aus? Nein. Leider männlich, aber egal. Nehmen wir selbstverständlich auch gerne mit. Auch dieses fangen wir schnell mit dem Schwerball ein. Und dann schauen wir uns doch mal unser Molunk genauer an. Typ Gefeuer, wunderbar, Drachenpuls, Flammen und so weiter. Level 61, Rachen des Orni. Ja, das sieht alles gut aus. Nehmen wir gerne, gerne mit. Ich würde sagen, Challenge mit Bravour gemeistert. Weiter geht's mit der nächsten Shiny-Jagd. Ich sage schönen Dank für heute, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Shiny-Hunting-Video. Bis dann. Euer Sure Talk. Bye bye.